Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Shoreline, ein Klassiker im E-String, einige Kills, einiges mehr an Loot und das Ganze mit der HK416 und das nach dem Recoil-Update. Alle Waffen haben minus 15% vertikalen Recoil bekommen und die HK416 hat davon massiv profitiert, wie auch andere Waffen. Und es war, glaube ich, sogar der erste Raid, den ich überhaupt in diesem, ja, mit diesem Update gespielt habe und ja, wollte ich euch nicht vorenthalten. Ging ordentlich zur Sache und die HK hat ziemlich geglänzt, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ah, shit, ist der Taschenlampenbug behoben? Nee, ne? Haben sie da was gemacht? Danny! Guten Tag 416 Cider. Danny, danke schön für den Prime im 14. Servus, wie geht's? Willkommen zur Grabo-Falle. Schön, dich zu sehen. Taschenlampenbug nicht gefixt, okay. Dass der so lange besteht, ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Ja, 416 geht ganz gut. Hat sich echt gut angefühlt. Der kam vom besten Spawn. Läuft hier lang, das ist keine gute Idee. 15% weniger Vertical Recoil auf alle Waffen, ja. Ausrufezeichen Changes. Und Idris, nice, I take it. Ja, Vertical Recoil ist halt auch der wichtige Recoil, ne? Deswegen auch jetzt die 416, aber fühlt sich echt gut an. Grafikkarte? Wo? Nirgends. Leider nicht. Aus jedem zweiten, ja. Darf ja nicht so auffällig sein. Mal sehen, ob hier noch einer kommt. Man hört es halt so schlecht, ne? Gab's schon Kill? Ja, ich habe gerade schon einen Spieler erschossen. Auf dem Rheinweg. Was spiel ich für einen Rig? Wie heißt das Ding nochmal? Dafür muss man die Longline-Quest machen. Hier. CPC. Mein Lieblingsrig eigentlich. Jemand. Hier ist jemand. Ich habe auf jeden Fall einen Laser umschalten gehört. Ich glaube schon, Galbo. Fuck.
Ja, AK416 geht gut. Das mit dem Rechtspeak haben noch nicht so viele verstanden, glaube ich. Also nicht alle verstanden. Also da an der Stelle ist der Sound auf jeden Fall broken. Keine Ahnung. Das war schon arg verwirrend. Also Treppenfights, ne? Ich kann Treppe runtergehen, ganz beschissen. Treppe hochgehen, auch nicht so geil. Aber keine Ahnung. Ich bin halt in der massiven Vorteilsposi. Wenn ich Treppe runtergehe, sehen sie als erstes meine Füße, das geht nicht. Weiß nicht, ob hier noch einer ist. Nice Shots, okay. Keiner von euch einen Rucksack? So schaust du aus. 61. 60 und 61. Und haben noch nie was von Rechtspeak gehört. Faszinierend. Ach so, Moment. Warum spielt er einen Schrägscope? Weil er zu den Cool Kids gehört. Und gerne so schießt. Na so. Ja, wundert mich, dass die beide hier so hochgetapselt kommen. Nicht gerade das Schlauste. So. Dann drücken wir uns Painkiller. Macht das einen Unterschied? Nicht wirklich. Nee, früher hat's mal deine Brust protected, da ist es nicht mehr so. Jemand. Ich habe noch mal einen gehört. Dürfte in meinem Stockwerk gewesen sein. Sehen. Keine Leuchte dran, okay. Dass ich mich mal nicht verrate. Ja, aber nix. Auf jeden Fall über mir gerannt. Weiß nicht, ob der tot ist, ich glaub's nicht. Ja. Legen wir uns in den Rechtspeak.
Ja, gut, dass er bloß ein SVD hat und nichts Gescheites, ey. Eieiei. Ja, der Taschenlampenbug nervt mich auch. Ja. Inzwischen. Am Anfang hat er es nicht getan. Jetzt nervt er mich. Trip. Oh, da hinten steht einer. Habt ihr ihn gesehen? Ja, komm mal nicht jetzt. Hinten am Ende steht einer. War nicht so gut zu erkennen, aber er war da. Ach, lieber Gott, krieg ich das hier mit rein? Ja. So. Native Friends. Oh, keine schlechte Änderung, ne? Find's gut. Der wartet vergeblich auf seinen Moment. Bisschen. Scheiße, auch lass mal so liegen. Okay, so, das kann weg. Also, Moment. So, die ist das. Dann futtern wir noch was. Im Prinzip kann ich hier schon wieder rausgehen. Mit allem, was die hier, was die mir hier hinterlassen haben. Nate kommt. Kilo. Ja. Wo nadet der denn rum? Oh, er ist da. Hey, der Sorcerer. Jede Runde ist anders. Es geht. Ich kann damit umgehen. Zwei 40er Max, okay. Ist rübergekommen. Zwei.
Scheiße. Nicht gut. По-русски, хуй ты мамин, блядь, по-русски говори, блядь. Mehr Glück als Verstand gerade, aber sie sind beide tot. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit. War nicht gut, war nicht gut. War nicht gut. Da hätte ich tot sein müssen. Da hätte ich tot sein müssen. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, bis er oben ist. Eieieiei. Viel zu gefährlich, was ich da gemacht habe. Viel zu gefährlich. Ich like Kodiak, servus. Eieiei. Also der Fehler war, er war zu schnell vor mir, als ich die Nade in der Hand hatte. Gut, dass er nicht getroffen hat. Hätte anders ausgehen können. Erste Begegnung mit den Kultisten ging nicht so gut aus. Ja, das ist meistens so, die erste Begegnung, ne? Das erste Mal ist öfters mal etwas holprig, Xenox. Mach dir nichts draus. Ja, die Granaten werfen dauert lang, ne? Wenn es drauf ankommt. Ich habe extra die Granate hinten gezogen. Aber bis der die Granate geworfen hat, die Waffe wieder rauszieht, ne? Noch nie Kultisten live, ja. Kultisten sind auch sehr schreckhaft. Jetzt hat er wohl Dashcam. Ist das in Deutschland jetzt erlaubt? Dashcam? Schon länger, oder? Bin noch nicht so ganz im Bilde. Eieiei, eigentlich hätte ich tot sein müssen. Level 52. Ey, zum Glück hat der nichts getroffen. Alrighty. Das ist schon 6 Kills die Runde, ne? Okay. Wieder Eastwing Party. Sag mir bitte, du hast BP geladen. Jammen wollte. Okay, okay, verstehe. Ich glaube, wir packen mal zusammen und gehen, oder? Das einzig Sinnvolle. Ah, das Ding kriegen wir hier nicht mehr mit rein. Sie muss halt alte Daten löschen, okay. Ja.
Weiß ich nicht, ich war noch nie so in der Situation, wo ich mir gedacht hätte, jo, jetzt eine Dashcam wäre vielleicht nicht schlecht. Also das Einzige, was ich hätte, wäre halt Beweise, dass meine Mitautofahrer auf der Straße nicht gerade die Schlausten sind. Die hätte wahrscheinlich jeder. So. Kriegen wir das Ding noch runter? Aber eng. Weg damit. Immer die AS-Wahl noch irgendwie rein, ist die Frage. Ist nicht ein bisschen was wert. Kann das Ding mal wegdroppen? So, so. AS-Wahl hier. Moment, das haben wir gleich. Bandagen sammelt er noch, lol. Naja, AS-Wahl ist was wert, will ich auf jeden Fall mitnehmen. So. Die Katze hier, okay. Das hier. Wir haben noch zwei Slots. Was soll's, komm. Rest lass mal hier. Take 68 Kilo. Können wir das hier unten reintun? Mule ins Gesicht. Dann gehen wir. Ciao, Slinky Bass. Nachdem du bei einer Fahrt dreimal fast. Bei einer Fahrt dreimal fast getötet? In welchem Land warst du nun unterwegs? Oder als Motorradfahrer. Das ist vielleicht was anderes. Mal hier noch das Sledex mitnehmen, Moment. Ah, passt. Gleich haben wir 100 Packungen Vaseline voll, ja. Könnt ihr ja mal ausrechnen. Alrighty, auf zum Tunnel. Was ist denn hier Blut? Fuck. Ich glaube, da hat sich der eine geheilt, den ich eingeschossen habe. Hey Tox, ja. Damit hast du absolut recht heute. Der Wohlgenährte. Und Alex. Hier läuft's auch ganz gut. Gerade 6 Kills gemacht, ne? Könnte schlimmer sein. So sieht's aus, Tux, ne? Man muss ja zeigen, dass man es sich leisten kann. Etwas lucky die letzten zwei. Ah, outplayed vom Allerfeinsten. Ich wusste, der trifft nicht. Moin, Scarface. Hey Goldini, da holt wer die Sniper-Scavs, ja. Oder der Sniper-Scav holt ihn. Man weiß es nicht genau. Von München bis Bielefeld. Ja gut, so lange Strecken fahre ich nicht mehr, aber dreimal auf einer Strecke? Heieiei. Gibt's was Schönes Neues? Ausrufezeichen Hinweise? Oder Ausrufezeichen Hinweis? Hinweise. Und natürlich ist gestern das Event zu Ende gegangen. Das Rizzy und Rizzy Folge 2 ist draußen. Ausrufezeichen Rizzy.
Und ja, ansonsten alle Waffen haben heute minus 15% Recoil bekommen. Привет. What the fuck? Moment, da stimmt irgendwas nicht. Michalix, vielen Dank für den Follow, willkommen. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Da ist noch der alte Follower-Alert gerade an. What? Video geguckt, nichts verstanden. Untertitel anmachen, Leute. Ob man die richtig merkt, ich würde sagen, ja, bei der HK jetzt hier gerade merkt man sie schon. Auf jeden Fall. Ah, ja, ja, so ist es, Dux. Der Unterschied zwischen HK und M4? Naja, HK schießt ein bisschen schneller, ist dadurch ein bisschen besser im Nahkampf. Aber letzten Endes, der größte Unterschied ist es nicht, ne. Die M4 ist allround ein bisschen besser. Oh, shit. Ja. Oh. Ich hasse dieses Guess. Die so hocken, dass man sie absolut nicht sieht. Ich krieg gleich. Ey, wie man da am Rausschlingern ist, wenn man so overweight ist. Besonders im Linkspeak. Hör mir auf. Der steht da wetten hinterm Auto. Da steht er nämlich immer. So, raus hier. War ganz gute Runde. Im Rahmen. Mach mal Hallo YouTube draus. Ah, mach mal Hallo YouTube drauf, ne? Draus, ne? Macht mal Hallo YouTube im Chat, verewigt euch. 6 Kills waren es, glaube ich. Ganz guter Run im East Wing. Oh, Moment. Doch, waren 6 Kills. Passt. Der am Anfang. Die zwei. Genau, alle mal schön spammen. Wundervoll. Hey, Michalix, servus.